Yo Leute und herzlich willkommen zur 24. Folge des Mikro-Orgel-Contests. Alessio stand da schon eben unter mir, wo er eigentlich auch hingehört. Aber wir haben heute natürlich, ne, außer unterschwelligen Beleidigungen zwischen uns, auch wieder zwei Mikros dabei. Vom selben Erbauer, richtig? Korrekt. Ja, Nelken hat mehrere eingesendet. Eins scheint ein relativ normales Mikro-Orgel zu sein, wo ich jetzt schon mal auf den ersten Blick das Design cool finde. Und eins ist Luftschiff. Also das hat wirklich die wenigsten Blöcke bis jetzt, aber okay, ne? Warum nicht? Wir fangen hier drüben wieder an, wie immer. V20. Ja. Bitte sag mir nicht, du hast 19 Mikros vorher gebaut. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Der Junge hat auf jeden Fall schon das ein oder andere Mikro gebaut, wie es scheint. Dann hoffen wir doch mal, V20, das muss jetzt aber auch komplett überzeugen hier, Junge. 100% harte Maßstäbe werden hier angesetzt und mir fällt ein, es gibt keinen Eingang. Junge, V20 und fällt nicht auf, dass du einen Eingang bräuchtest? Was ist denn das? Okay, aber immerhin Beschilderung, das ist schon mal nice. Nur bei grün beladen und plus 2 Tick für den Shotgun-Modus. Was ist denn dann bitte der andere Modus, wenn nicht Shotgun? Nicht okay. Shotgun. Es hat eh nur 2 Projektile, also. Ja, deswegen. Was ist es dann? Stich? Ich glaube, hier, oder? Ja, wir werden das ausprobieren. Ist bei grün, egal, es passt. Ja, ne. Wir probieren einfach beides aus. Okay, hier oben voll beladen für Downstep-Modus. Da siehst du doch, was es für ein Modus ist. Im Shotgun-Modus nur ein Projektil. Okay, dann probieren wir zuerst den Downstep-Modus. So, wir sind hier oben. Wir haben irgendwas leuchtet. Also, irgendwas macht denn das? Ah, Flammenwerfer, okay. Hier, da siehst du es. Flammenwerfer am Start. Oh, ja, die zündet zum Glück auch nicht ein TNT, der Flammenwerfer, wenn man den anmacht. Was spammst du das schon wieder durch die Gegend? 3 Funktionen. Okay, du hast nach oben, nach hinten und zur Seite Ausfahrmöglichkeiten. Du hast den Alarm, du hast hier drüben, was ist das? Gehört das zum Alarm? Ja, okay. Dann kein extra Rückenlicht und Scheinwerfer. Okay, so die Basic-Ausstattung und noch etwas mehr. Junge, du zündest das TNT, wenn du das anmachst. Okay, dann, schon nachbeladen. Ich würde sagen, feuer du mal ab und ich gucke mal, inwiefern das downsteppt gleich. Ja, ich bin gespannt. Es schießt. Es downsteppt wirklich. Nice. Junge, was ist denn das? Okay. Oh, guck mal, Jod hat einen Eingang ausgefahren. Irgendein Hebel hat einen Eingang Joden ausgefahren. Hä? Stimmt, wir haben aber auch in der Front was von der Kanone. Nee, guck mal, eher mit der Kanone. Okay, das heißt, ja, das müsste theoretisch. Kann man dann von. Ja, stimmt, du kannst von hier unten ja die Kanone problemlos aktivieren. Okay, ja. Okay. Ich schieße jetzt nochmal im anderen Modus. Ja, jetzt will ich aber mal den Shotgun-Modus sehen, du. Ja, ist das jetzt 3 Treibs, oder nicht? Ja, warte. Ich verstehe nicht, warum nur ein Projektil. Ich meine, 2 Projektile sind doch immer mehr gut, oder verstehe ich da jetzt was falsch? Egal, ich schieße mit einem. Okay, du schießt mit einem. Wow. Da fehlt etwas Delay. Hast du hochgestellt? Ne, ich habe jetzt mal 2 Tick. Oh, jetzt habe ich mal 2 Tick hochgestellt. Hast du eben vergessen? Ja. Mensch, die Schilder nicht. Mensch, Alessio, das ist ja ganz schlimm hier heute. Okay, ja, dann trifft der Modus auch schön. Du kannst da nicht noch höher stellen, oder? Nee, höher geht nicht. Na gut, dann halt nicht. Also wir haben eine Downstep/Shotgun. Ist natürlich krass, 2 Modi sind mal wieder drin. Und ich finde es auch schön, muss ich sagen. Das ist echt mal ein schönes Mini. Das ist echt, das Mini. Ist schön gemacht. Mikro, Mini. Ach komm, das ist so alles dasselbe. Jetzt werden wir hier mal nicht kleinlich, ja. Der Downstep-Modus trifft auch weiterhin. Irgendwie, ich weiß das nicht, man könnte untersuchen, wie er das gebaut hat. Aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Von daher gehen wir einfach mal zum nächsten Mikro. Auch von ihm Mikro V7. Ja, oder, also alles klar, da liegen wohl einige dazwischen. Es ist ein Luftschiff. Und ihr seht schon, der Aufgang ist außerhalb der Maße. Aber da wir das bei dem anderen Luftschiff mit dieser kleinen Apparatur auch zählen lassen haben, drücken wir hier mal wieder alle Augen zu, die wir finden. Ja, weil es ja. Punkt Abzug, aber wir nehmen es trotzdem. Ja. Keine Ahnung. Okay, wir haben auf jeden Fall das V7. Gehen wir mal hinein. Haha, guter Witz. Wir sind ja immer noch einfach nur hier unten auf dem Boden. Und ja, warte, ich gehe erstmal nach oben. Dann. So. Wir haben. Hier direkt die Brücke,
Scheinwerfer, die Kanone, die in der Brücke ist, das ist doch, glaube ich, verboten. Ist es auch. Ne, deswegen sollte man sie ja von unten beladen können. Achso, ja, stimmt. Ein Alarm, noch ein Alarm. Haben wir alles, oder? Ja, gut. Und von unten belädst du hier im Prinzip einfach 4 TNT und drückst auf den Knopf. Ja, funktioniert. Kommt man hier im Survival überhaupt dran? Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube schon, ja. Und schießt so rüber. Okay, ja, funktioniert eigentlich relativ gut. Ich hatte mich nur eben gewundert, theoretisch, wenn man das hier dann im Fight dreist umsetzt, könnte man sogar aus der Brücke die Kanone beladen. Das wäre natürlich ein Feature. Ja, der Knopf müsste man auch umsetzen, aber... Weil hier unten kriegst du halt Damage und da oben, weiß ich nicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, du kannst hier wegbauen, also, ja. Oder du machst einfach das Jump and Run. Yay. Da solltest du genug Zeit haben, glaube ich. Ja, okay, so viel also zu dem Damage. Auch wieder ein lustiges Mikro. Und wir kommen wie immer zur Bewertung, ne? Und ihr habt die exklusive, nur in dieser Folge vorhandene Funktion, bei den Infocards abzustimmen, was für Punkte ihr den Mikros gebt. Das habe ich extra verhandelt mit der Firma, dass ihr das hier machen könnt. Das ist doch eigentlich nice. Dafür doch erstmal einen Daumen nach oben. Und jetzt erstmal abstimmen und wir kommen zur Bewertung. Ja, wir haben eine Firma. So, wir sind mit der Bewertung mal wieder fertig und ich präsentiere die euch heute. In der äußersten Schicht kein Redstone, da hat V20 in ganzen 4 Schichten kein Redstone, V7 in nur einer, und zwar der Front. V20 kann sich ausbreiten, V7 nicht. Außer, dass es schon ausgebreitet ist, aber egal, jede Kanone 4 Punkte, dadurch kriegen beide 4 Punkte. Je extra Redstone-Funktion 1 Punkt, V20 hat ganze 6 Funktionen und V7 nur eine, und zwar den zweiten Alarm. Design haben wir 3 für V20 gegeben. Ich finde das echt gut. Wirklich. Also für Mikro wüsste ich nicht, wie man da noch mehr machen sollte. Ist echt gut gemacht. Und das andere 1,5, weil, ja, warum auch nicht? Unregelkonformheit. V20 hat keine Kürbislaternen. V7 schon. Allerdings hat es wieder eine Brückenverriegelung und wir haben gesagt, wir ziehen einen Punkt ab dafür, dass das da hinten ist. Deswegen, ja. Kanonenskill haben wir 2 gegeben, weil ich fand das schon cool, auch wenn es irgendwie nur eine Shotgun ist. Aber es hat immer einen Downstep-Modus, also so gesehen. Und so ein Punkt halt dafür, dass es trifft. Ne? User Vote ist euer Ding. Und V20 kommt auf eine relativ gute Punktzahl für an. Wir gehen mit einer Kanone 19 Punkte und das andere auf 6,5. Das ist jetzt nicht so. So, und das war's auch mal wieder mit der Folge. Ne? Wir sind jetzt auch echt als Chef so langsam. Das ist ja schlimm hier. Nächstes. Ja, alles klar. Nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen, ne? Unterstützt uns, supportet uns, kauft mein Merch. Ach nee, ich hab ja gar keinen. Abonniert uns beide und wir sehen uns demnächst wieder. Peace out. Ciao.